Schon bei Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach bewies Lucien Favre, dass er eine Mannschaft formen kann. Bei Borussia Dortmund ist dies dem Schweizer in den ersten Wochen ebenfalls eindrucksvoll gelungen. Das Team hat die defensive Identität ihres Ex-Trainers Peter Stöger abgelegt und spielt erfrischenden und erfolgreichen Offensivfußball. Die Liste zeigt Spieler, die den nächsten Schritt gemacht haben bzw. unter Favre aufblühen. Noch vor der Vorbereitung hätte man mit allem gerechnet, mit einer starken Saison von Christian Pulisic, Marco Reus, Jadon Sancho, Marius Wolf oder Maximilian Philipp. Aber niemand hatte Jakob Brunn-Larsen auf der Rechnung, der in der vergangenen Winterpause an den VfB Stuttgart ausgeliehen war und unter Tayfan Korkut nur viermal als Joker eingewechselt wurde, doch die Vorbereitungsphase beim BVB nutzte Larsen, um sich in den Vordergrund zu spielen. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Fürth prellte er sich allerdings den Fuß, fiel zwei Wochen aus Kette am dritten Spieltag gegen Frankfurt zurück und stand sogar in der Startelf. Gegen Nürnberg und Leverkusen schoss er seine ersten beiden Bundesliga-Tore. In der Champions League gegen Monaco glänzte er erneut, ein Tor, eine Vorlage. Brunn-Larsen ist die Entdeckung der laufenden Spielzeit, der Landsmann von Lucien Favre hat sich deutlich stabilisiert in dieser Saison. Schon am ersten Spieltag beim 4:1-Sieg gegen RB Leipzig wäre das Ergebnis womöglich anders ausgefallen, wenn Birki nicht im Tor gestanden hätte. Auf der Linie hat sich der Schweizer deutlich gesteigert. Fußballerisch ist Birki sowieso unumstritten. Im letzten Jahr waren Birki einige Patzer unterlaufen. Im Sommer hatte der BVB mit Marvin Hitz einen Konkurrenten für seinen Stammkeeper verpflichtet. Der Druck durch Hitz und der Rückhalt von Favre haben dem 27-Jährigen offenbar gut getan, der verletzungsanfällige Marco Reus ist, wenn er fit ist, zweifellos der beste Spieler seiner Mannschaft. Zu Saisonbeginn agierte der 29-Jährige auf unterschiedlichen Positionen. Mal war er auf Linksaußen, mal im Sturmzentrum zu finden, seit dem fünften Spieltag darf Reus wieder als Zehner ran und zahlt das Vertrauen von Favre zurück. Seitdem hat Reus drei Tore und zwei Vorlagen zu Buche stehen. Zwei Partien drehte Dortmund nach Rückstanden, alle drei Spiele gingen an die Borussia. Auf den Flügeln profitieren Larsen, Sancho oder Pulisic von den Pässen von Marco Reus. Und vorne spielt kein geringerer als der erste der Torschützenliste Paco Alcácer, der Trainer lasse ihm Freiheiten, erklärte Manuel Akanji im Interview mit der Neuen Züricher Zeitung. Er gibt mir das Vertrauen, damit ich von hinten heraus spielen kann. Zudem muss ich defensiv mehr Verantwortung übernehmen. Das gefällt mir, so der ehemalige FC Basel Abwehrspieler. Überhaupt sei Favre ein Trainer, der Spieler entwickeln könne. Nach dem Training habe Favre mit ihm manchmal Übungen gemacht. Und Favre und ich haben jongliert, Akanji spürt mehr Vertrauen vom Trainer. Nach der Auswechslung von Marco Reus gegen Nürnberg spielte Akanji sogar eine halbe Stunde lang als Kapitän. Auch der offensivere Spielstil gefällt ihm und kommt seinen Stärken entgegen. Wir spielen wieder mehr als vorher. Früher hatte ich manchmal das Gefühl, wir hätten vor allem gekämpft und dagegen gehalten, sagte der 23-Jährige, durch die Verletzung Marcel Schmelzers ist Sagadou in die Stammformation gerutscht. Anders als unter Peter Bosz spielt er bei Favre als Innenverteidiger. Und in den ersten Begegnungen hat der 19-Jährige einen stabilen Eindruck hinterlassen. Seine Ruhe am Ball, seine Qualität bei Flachpässen und seine Zweikampfführung hilft dem BVB aktuell. Gegen Leverkusen verdiente sich der 1,96 Meter große Verteidiger ein Sonderlob von Sportdirektor Michael Zorc. Es freut mich für ihn besonders, weil er 6 Monate kein Spiel hat machen dürfen und keine leichte Zeit hatte. Mit welcher Ruhe er auch die Klasse der Leverkusener verteidigt und wie er Fußball gespielt hat, das war überragend, sagte Zorc.